Robin hat sich bereit erklärt, heute mal das Intro zu machen. Wo sind wir gerade? Wir sind auf dem Flughafen in Berlin-Schönefeld. Und ja, jetzt geht's nach London für 3 Tage. So einen kleinen Trip. Wir gucken uns ein paar Weihnachtsmärkte an. Wie so ein Nachrichtensprecher. Leute, wir sind jetzt in der Victoria Station angekommen, mussten jetzt vom Gatwick Airport aus hierher fahren mit einem Zug und Robin hat es überlebt. Also Robin hat ja so eine kleine Kopie vor öffentlichen Verkehrsmitteln, aber wir haben es geschafft und jetzt suchen wir uns erstmal was zum Frühstück. So, wir sind jetzt hier in so einem fancy Frühstücksplace. Ich habe jetzt erstmal nur ein Cappuccino und Robin hat irgendwas mit Bacon und Eier und irgend so Brot. Sieht alles in allem sehr, sehr lecker aus. Und schaut mal, wie schön der Laden aussieht. Hallo! Wir sind jetzt hier mittlerweile schon seit einer ganzen Weile zu Fuß unterwegs, waren jetzt eben am Buckingham Palace und irgendwas war da gerade. Also irgendwie kamen da so Pferde lang geritten und es wurden überall so Absperrbarrikaden aufgestellt. So Absperrbarrikaden. Und ich denke mal, da ist jetzt gerade irgendwas, also passiert gleich irgendwas. Aber wir dachten uns so, nee, wir warten da jetzt nicht noch ewig. Und sind jetzt auf dem Weg zum Piccadilly Circus. Ich finde es irgendwie richtig cool, so die Stadt zu Fuß zu erkunden. So, wir sind jetzt zum Hotel gelaufen, haben jetzt schon 15.000 Schritte voll, obwohl es gerade mal 13 Uhr ist. Und sind dementsprechend schon so ein bisschen am Ende. Also ich trage ja auch die ganze Zeit schon den Rucksack. 17.000. Ich bin sehr froh, wenn wir uns das erstmal hinlegen können. Okay Leute, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ich habe mir jetzt auch gerade was zu essen noch geholt. Und zwar sind das so eine Salmon Avocado Wraps von Pret-a Manger. Das ist hier so eine Kette. Die lasse ich mir jetzt erstmal schmecken und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist jetzt mittlerweile 17.30 Uhr. Wir haben jetzt ein bisschen Mittagsschlaf gemacht, weil wir einfach so fertig waren. Also wir haben einfach geduscht und sind dann direkt ins Bett gefallen, haben erstmal geschlafen. Ja, und dann 2 Stunden später waren wir dann aber wieder ganz fit. Wir waren jetzt so ein bisschen einkaufen in so einem Local Supermarkt. Das war richtig witzig. Die hatten hier solche Automaten zum selber abkassieren. Also da konntest du halt so deine Ware selber abpiepen und dann dein Geld da reinschieben. Robin war total fasziniert. Ich fand es auch echt richtig cool. Ja, da hatten wir uns einfach ein bisschen was zu trinken gekauft und so ein paar Snacks für unterwegs. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum Winter Wonderland. Das ist so eine Art großer Weihnachtsmarkt. Ich habe mir schon da 1000 Bilder auf Instagram angeguckt und ich fand es einfach so hübsch. Bin auch richtig froh, dass es jetzt aufgehört hat. Danke, dass es jetzt aufgehört hat zu regnen. Gerade hat es nämlich noch ein bisschen genieselt, als wir einkaufen waren. Und da können wir auch schöne Fotos machen. Yay! Wir sind da. Hallo. Hier ist natürlich auch was für die Almans. Hier das Bavarian Village. Und Mr. Bratwurst. Hier auch nochmal. Also alles für die Deutschen. Ja, hier habe ich euch jetzt nochmal ein paar verschiedene Einblicke in das Winter Wonderland gegeben. Also es war echt an manchen Stellen so ein bisschen Reizüberflutung, weil es einfach so viel zu sehen gab. Es hat so viel geleuchtet und geblinkt und überall waren verschiedene Farben und es war alles auch richtig, richtig weitläufig. Also es ist ein riesengroßes Gelände. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter das waren. Aber wie ihr vielleicht auch schon seht, ist es nicht so richtig wie so ein Weihnachtsmarkt gewesen. Also was ich halt am Anfang dachte, dass es wie so eine Art großer Weihnachtsmarkt ist. Aber es ist ja auch irgendwo klar, dass ein englischer Markt nicht mit dem deutschen Weihnachtsmarkt vergleichbar ist, sondern es war eher wie so eine Art Rummel und es waren auch Elemente von zum Beispiel Halloween noch ein bisschen dabei und halt ganz viele Fahrgeschäfte, also Riesenrad war ja dabei und ganz viele so Fahrgeschäfte eben. Die sind wir aber alle nicht gefahren, weil wir da beide nicht so der Typ dafür sind, sondern wir haben uns eher überall einfach durchgefressen. Okay, wir haben jetzt Essen geholt und zwar gibt es Meaty Mac and Cheese. Das ist so mit Bacon, Stückchen drauf.
Ja, dann gab es für uns noch Churros, die waren auch mega, mega lecker, aber natürlich viel zu überteuert. Ich glaube, wir haben für die Churros einfach 7 Pfund bezahlt oder so. Also da müsst ihr auf jeden Fall gut Geld mitnehmen, wenn ihr vorhabt, das Winter Wonderland zu besuchen oder auch hier das Riesenrad. Da hat der Eintritt, glaube ich, auch 10 Pfund gekostet und wir waren da, glaube ich, 5 Minuten drin oder so. Aber es ist halt London, da müsst ihr damit rechnen, falls ihr da irgendwie auch hin wollt, dass das ein bisschen mehr kostet. Aber ich muss sagen, das war es auf jeden Fall wert. Hey Leute, heute ist jetzt schon Freitag. Wir haben gestern nicht mehr weiter gefilmt, weil wir einfach nach dem Winter Wonderland so am Ende waren. Wir hatten uns halt auch noch verlaufen. Wir dachten, wir können durch den Hyde Park zurücklaufen. Aber wir wussten nicht, dass der nachts zugesperrt wird. Wahrscheinlich, damit da halt nichts passiert. Ne? Das ist ja auch gut und richtig so. Aber wir wussten es halt nicht. Mussten einen riesigen Umbogen zurücklaufen. Sind dann am Ende, glaube ich, auf 36.000 Schritte gekommen oder so. Also den ganzen Tag. Ja, dann sind wir halt einfach nur noch ins Bett gefallen. Und heute haben wir jetzt schon gefrühstückt. Also wir haben uns eben einfach was vom Supermarkt geholt und laufen jetzt zur U-Bahn-Station und fahren zum Schlittschuhlaufen. Please use the large gate, sir, so you don't get trapped. There's a good one over here. Am Freitag hatten wir, wie ihr seht, absolutes Kaiserwetter. Es war wirklich so schön und ich war echt erstaunt, dass wir so gutes Wetter in London abbekommen haben, weil es ja eigentlich so heiß, dass man in London immer nur Regentage hat. Hier waren wir auf jeden Fall noch in so einem kleinen Weihnachtsgeschenke-Geschäft neben dieser Eisbahn. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Ah ja, dort steht es, Fortnum & Mason. Das ist auch scheinbar ziemlich bekannt in London, kannte ich es vorher noch nicht, aber war auf jeden Fall sehr hübsch alles angerichtet und dort hätte man jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen können, wenn man nicht nur mit Handgepäck gereist wäre, so wie wir. Na, wie fühlst du dich? Nicht so gut. Warum stehst du da so locker? Die Brille heile bleibt. Das kriegen wir schon hin. Oh. Das ist so süß. Nicht so schnell. Du bist unfair, wieso bist du das? Ja, das ist so witzig, das ist so süß. So, Robin wollte, dass ich auch filme, wie er Progression gemacht hat. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Kann jetzt schon ohne Beschleunigung alleine starten. Und bleibt auf den Beinen. Passt manchmal. Ja. So, wir sind jetzt fertig mit Eislaufen. Es war mega schön, hat super viel Spaß gemacht. Es war voll süß zu sehen, wie Robin Fortschritte gemacht hat. Also ich konnte das ja schon aus meiner Kindheit noch. Also ich hatte früher eine Freundin, mit der ich öfter Inlineskates gefahren bin. Und dann sind wir im Winter auch immer in so eine Eisbahn gefahren und haben dort eben auch so Choreos eingeübt und alles. Und dann war es eigentlich ganz leichter, wieder reinzukommen. Und jetzt fahren wir zum Camden Market, also nach Camden Town. Das ist ein Streetfood-Markt und da war ich auch das letzte Mal schon, als ich in London war, also mit der Klassenfahrt. Das war so cool dort, dass ich gedacht habe, wir müssen da unbedingt nochmal hin. Angekommen in Camden Town. American Candy & Co. Das ist mein Lunchess. Ja, können wir mal reingucken. Wir probieren jetzt hier erstmal so ein, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich bezeichnen soll, aber Chicken, ja, irgendwas Indisches und irgendwas, das sieht aus wie so ein Eierfladen und drin ist auch halt so gegrillter Käse, sieht so gut aus. Mann, ist das geil. Mundet es dir? Richtig cool aus hier. Mal. Kann man halt auch echt so Essen aus allen Ländern probieren. Also hier ist zum Beispiel Colombian Street Food. Dann haben wir hier Indonesian Street Chicken. Fish and Chips. Typisch britisch. Und was ist das? Das ist, glaube ich, indisch. Ja, genau.
So, als nächstes haben wir uns jetzt hier noch eine Pokéball geholt, die wir uns teilen werden. Mit Lachs, Edamame. Was ist da noch alles drin? Du hast es ja bestellt. Rotkraut, Seetang, verschiedene Gewürze, Reis, Wasabi-Nüsse und viel leckeren Stuff. Zwischendurch sind wir dann erstmal wieder ins Hotel gegangen und hatten uns hingehauen, also nachmittags einfach ein bisschen ausgeruht und dann sind wir wieder aufgebrochen zum Essen. Und zwar war das hier so ein, ich glaube, libanesisches Restaurant. Da hatte ich einfach nur Mozzarella-Sticks, weil ich echt nicht mehr so einen großen Hunger hatte nach dem Besuch in Camden. Und ich muss sagen, dass ich den Laden einfach so unglaublich süß fand. Also ihr habt es ja gerade gesehen, wie es da drin aussah. Ja, und Robin hatte dann, glaube ich, so eine Grillplatte. Ja, mit verschiedenen Fleischsorten einfach drauf, verschiedenen Salaten und zum Nachtisch gab es noch Baklava. Das musste auch sein. Das sind so die Türkei-Memories, die da hochkommen. Heute ist Samstag und auch unser letzter Tag hier in London. Also wir machen uns dann so gegen Mittag, Nachmittag wieder auf den Weg zum Flughafen. Und jetzt laufen wir gerade durch den Hyde Park, so zu so einer Verkaufsstraße. Ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt eigentlich heißt. Aber auf jeden Fall ist es gerade richtig cool hier, weil hier sehr viele Leute gerade mit ihren unten Gassi gehen. Voll süß. Und wir hoffen, dass wir bald irgendjemanden finden, der einen Corgi hat, so dass wir den mal dass wir den einfach mal streicheln können, weil ich will ja unbedingt später oder wir wollen ja später unbedingt mal einen Corgi haben. Ich finde die so unglaublich niedlich und ich will einfach mal einen streicheln. Mal wieder Bock. Nö, hübsch. Nein. Ja, dann waren wir in der Oxford Street. Das ist übrigens der Name der Straße, die mir vorhin nicht eingefallen ist. Und es war halt einfach so mega voll. Was wir nicht bedacht hatten, war nämlich, dass der Tag zuvor war ja Black Friday. Und am Samstag waren halt natürlich immer noch Rabatte und es war einfach so, so zugestopft. Also die Straßen waren so voll. Deswegen war eigentlich kaum ein Durchkommen und es war echt nicht so angenehm. Wir hatten dann auch nichts gekauft großartig, also sind einfach nur so ein bisschen durch die Läden gegangen, um mal so ein bisschen dem Trubel zu entkommen von draußen. Hier zum Beispiel bei Lush. Es ist natürlich echt süß, wie die das alles mal dekoriert hatten. Zum Mittag hatten wir uns dann noch so eine Asia Bowls geholt, um mal so ein bisschen Gemüse zu haben im Urlaub. Und ja, dann waren wir auch schon am Bahnhof. Wir sind jetzt am Liverpool Street Bahnhof angekommen, sind jetzt all the way vom Hotel bisher gelaufen, also über die Oxford Street waren dann noch hier und da ein paar Läden drin. Wir waren zwischendurch essen, das habt ihr ja gerade alles gesehen. Wir sind jetzt auch schon wieder 17.000 Schritte unterwegs gewesen. Es ist jetzt kurz nach 14 Uhr und wir fahren jetzt gleich wieder zurück zum Flughafen, also beziehungsweise zu einem anderen. Wir fahren jetzt zum Stansted Airport und ja, dann geht es dann bald wieder nach Hause.